So Leute, hier sind wir auch schon bei der ersten Mission von dem neuen 8-Ball-Skin, nämlich ganz simpel. Verdiene Bronze-Kampfmedaillen, indem du in einem Match Eliminierung erzielst. Was eignet sich dafür? Natürlich Gruppenkeile. Jetzt ist natürlich mein Problem, dass ich für euch ja wie immer jede Aufgabe hochlade, dass ich jetzt aufpassen muss, mit was ich hier Schaden mache. Weil mit dem Sturmgewehr darf ich zum Beispiel schon mal keinen Schaden machen, sonst habe ich nämlich die andere Aufgabe auch schon angefangen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Ganz simpel erklärt, was müsst ihr machen? Ganz einfach nur Kills machen. Ganz einfach nur drei Kills machen. Ich weiß noch nicht genau, ob ihr in einer Runde das Ganze schon machen könnt oder halt, dass wir drei verschiedene Runden machen müssen. Aber das werden wir, denke ich mal, gleich erfahren. Wir sind hier auch schon ziemlich weit, würde ich sagen. Dann kurze Info, wenn ihr Bock habt, irgendwie bei einer Skinverlosung teilzunehmen, hier habt ihr die Möglichkeit. Guckt einfach mal in der Videobeschreibung. Da habe ich einen extra Link zu gemacht zu einem Video, wo ihr an der Skinverlosung von mir teilnehmen könnt. Also auf ganz entspannt könnt ihr da einen legendären Skin gewinnen. Einfach mal die Videobeschreibung abchecken, ein Like da lassen, ein bisschen mich unterstützen und vielleicht habt ihr das Glück und werdet am Ende halt, wie gesagt, einen legendären Skin gewinnen. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier langsam die ersten Gegner mal auftauchen und dass wir nämlich mal genau wissen, was wir hier wirklich tun müssen. Aber ich denke halt einfach mal Kills machen, weil was soll man auch sonst machen? Vor allem die Bronzemedaille. Bronze ist ja das Niedrigste bekanntlich. Ich denke einfach mal, dass es genau das ist. Aber wir müssen jetzt einfach mal kurz gucken, wann wir hier mal einen Gegner finden. Da hinten kommen, glaube ich, schon die ersten. Das sieht gut aus. So, das war der erste Kill. Kriegen wir aber noch keine. Oder kommt die noch? Es kann nämlich auch sein, dass man die Bronzene erst bekommt, wenn man drei Kills gemacht hat. Es sieht für mich nämlich gerade so aus, als müssen wir insgesamt drei Kills machen. Und das vermutlich in drei Runden. Diese Lags sind immer so eklig am Anfang. Aber wir kriegen gleich, denke ich mal, auch schon die Lösung. Ja, wir kennen es. Natürlich macht er den Kill. Lol, er hat mich mal ganz hops genommen. Aber ich glaube, er hatte auch die neue Waffe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hat sich auf jeden Fall mal so angehört. Also, einen Kill haben wir schon, aber ich denke mal, wir müssen dann doch insgesamt drei machen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hier einen Gegner finden. Einer ist direkt über mir. Wie gesagt, ich darf halt nur mit dem Sturmgewehr nicht so viel Schaden machen. So, da haben wir die Bronzene bekommen. Also zwei Eliminierungen. Und das Ganze müssen wir halt dreimal machen. Dieser Lex. Ah, jetzt haben wir auch die Anzeige bekommen. Jetzt muss ich hier nur selber aufpassen. Ob wir jetzt, weil jetzt haben wir die. Warte, war aber ganz simpel. Wir müssen es in drei verschiedenen Runden machen. Anders ist das einfach nicht machbar. Also, ich denke mal, damit habe ich schon ziemlich simpel die Lösung gefunden. Wie gesagt, ihr müsst in einer Runde. Boah, diese Lags. In einer Runde, wie gesagt, zwei Kills machen. Dafür bekommt ihr die bronzene Medaille. Weil danach kommt ja die silberne. Das macht ja keinen Sinn. Also müssen wir das Ganze in drei Runden machen. Und jeweils zwei Kills machen. Aber ich denke mal, das dürfte ja easy machbar sein. Ja, ich wollte nämlich gerade nur die Medaille haben. Genau. Scharfschützen-Spezialist. Weil ich will irgendwie doch die Prestigeaufgaben schaffen. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Macht gerne bei der Skin-Verlosung mit. Wir grinden noch ein bisschen hier rum.
Ich denke mal, ein paar von euch wollen bestimmt noch ein bisschen Gameplay sehen, ein bisschen Support da lassen, weil wir haben ja drüber geredet, was da ja den Verdienst angeht von den Videos. Manche sagen, ja, du streckst die Videos, aber andere wollen halt, wie gesagt, auch ein bisschen Gameplay sehen. Von daher ist das jetzt für die da, die jetzt ja auch wissen, wie die Aufgabe funktioniert. Erstmal kein Problem, hab euch gern geholfen. Lasst gern ein Abo da, kostet euch ja nichts. Macht gern bei meiner Skin-Verlosung mit. Und in dem Sinne sage ich denen schon mal, haut rein. So, wir grinden jetzt noch ein bisschen hier rum. Ich muss halt, wie gesagt, immer jetzt aufpassen. Ah, so langsam wird es vom Snipen besser, habe ich das Gefühl. Ah, was habe ich gesagt? So, das Snipen. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen Sniper-Modus gespielt, also es war nicht schlecht, die eine Runde. Ich glaube 5 Kills. Also die Sniper hat es mir langsam aber sicher angetan. Und wie gesagt, wir gucken einfach mal, wie das Ganze läuft in der Skin-Verlosung insgesamt. Genaues kann ich dann natürlich noch nicht sagen. Ja, es war wieder knapp. Aber wie gesagt, es liegt halt, es muss ja auch nicht direkt gemacht werden, weil einige haben schon gefragt, ja, was ist, wenn du das nicht schaffst? Da habe ich nur gesagt, wir müssen es ja auch nicht direkt schaffen. Ah, er geht auf Seite, man kennt ihn. Spielt ihr eigentlich gerne die Sniper? Ah, hab gedacht, er macht den Haken. Das Problem ist halt einfach, diese Medaillen hinzukriegen mit dem Sniper. In normalen Runden ist es eigentlich schon viel zu schwer eigentlich, weil du halt wirklich mindestens 250 Schaden damit machen musst. Ich glaube 200 sogar nur. Lol. Das finde ich dann wiederum doch im Solo-Modus. Naja. Aber ich habe ja gesagt, dafür nehme ich auf jeden Fall Rette die Welt. Natürlich nicht. Lol, er holt mich natürlich mit der RPG weg. So, und was denkt ihr? Wie lange werdet ihr ungefähr brauchen für die Aufgaben? Schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Ich denke mal, ich werde es heute auf Krampf versuchen. Scheiß auf Schlaf. Irgendwie kriege ich das schon hin. Aber wird natürlich definitiv nicht einfach werden. Ah, das war's. Das Problem ist halt einfach, ich darf mit der Dings keinen Schaden machen. Mit dem Sturmgewehr. Weil dafür muss ich euch gleich noch ein Video fertig machen. Aber die Lags sind in Gruppenkeilen echt eklig. Also muss ich schon sagen, sind die Lags bei euch in Gruppenkeilen auch so oder nicht? Weil ich habe die immer in Gruppenkeilen. Sobald ein Gegner bei mir ist, wie früher halt. Einfach sobald ein Gegner da ist, fangen die Lags an. Es ist einfach eklig zu spielen. So, und denkt dran, wir haben ja drüber gesprochen, was ungefähr die Einnahmen sind. Wie gesagt, wer das Ganze nicht supporten will, muss die Videos auch nicht bis zum Ende gucken. Bleibt also da ganz entspannt. Ist natürlich keine Pflicht, aber die wahren Supporter unterstützen mich da, würde ich sagen. Ja, es war knapp. Das Snipen hat es mir jetzt angetan. Oh, da geht der Schritt wieder weg. Da waren wir zu spät. So, aber wie gesagt, auch ihr alten Hasen, vergesst nicht, das Video mit dem Skin immer wieder zu gucken, bitte. Weil es ist halt wirklich so ein innerer Traum, einfach ein 20K-Video zu haben. Ich meine, ich denke mal, die meisten von euch können das schon irgendwo verstehen, dass ich mir das natürlich irgendwo wünsche, weil es bekommt ja auch nicht jeder hin, würde ich sagen. So, wir gucken direkt mal weiter. Ah, Maschinenspezialist auch. Habt ihr eigentlich alle Prestige-Missionen fertig? Weil ich weiß nicht, gefühlt vom Level her ist keiner so richtig so, sag ich jetzt mal 300 plus oder so. Es sind viele, die eigentlich sogar unter mir sind. Ein paar sind zwar auch über mir, aber vielleicht 10 Level oder so. Also würde mich halt wirklich interessieren. Habt ihr hier diese Prestige-Aufgaben schon fertig oder nicht? Also wie gesagt, bei mir ist halt das Problem Scharfschützen-Spezialist. Da muss ich halt jetzt wirklich in Gruppenkeile ein bisschen reingrinden. Macht aber eigentlich auch soweit Spaß. Wir müssen halt jetzt einfach mal gucken, was wir hier weitermachen. Weil hier das muss ich natürlich jetzt dreimal hintereinander machen.
damit ich die nächsten Aufgaben bekomme. Gleichzeitig muss ich aber noch aufpassen, dass ich nicht noch von dem Clipper schon die Aufgabe mache, weil im Prinzip muss ich die jetzt auch noch machen. Das jetzt gerade zur Zeit ist echt nicht einfach hier für euch die Aufgaben hochzuladen, damit auch alle da sind. So, aber das kriegen wir schon irgendwie hin und in dem Sinne, denkt dran, Support ist kein Mord und denkt dran, denkt dran, denkt dran, denkt dran, vergesst es nicht, haut rein.